einer von meinen Leuten? Erstmal mit dem reden. Du müsstest mehr über die Todwandler wissen als wir. Wer glaubst du ist der Spion? Tot zu sein macht einen nicht zum Experten für alle anderen toten Dinge, junger Mann. Ich empfinde die Annahme als annähernd beleidigend. Aber ich habe gelernt, meiner Erfahrung zu vertrauen. Etwas, das du trotz deiner Jugend auch versuchen solltest. Ich glaube, wir können sehr einfach die Möglichkeiten reduzieren. Erstens muss der Verräter in der Lage sein, das Lager ohne Probleme zu betreten und zu verlassen. Dann muss es jemand sein, der eure Bewegungen beobachten kann, ohne selbst Aufmerksamkeit zu erregen. Zuletzt ist es jemand, der eure Pläne kennt. Jemand, der die Befehle eurer Vorgesetzten kennt. Das alleine schließt schon viele aus. Insbesondere die Untoten. An deiner Stelle würde ich die Wachen des Lagers befragen. Die Logik sagt mir, dass sie was gesehen haben müssen. Danke für die Tipps. Ich kümmere mich darum. Der Kerl ist großartig. Wir reden später. Der Kerl ist großartig. So weit hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt jeden einzelnen gefragt. Aber er hat recht. Er muss mir folgen können. Und die roten Weisen sind immer informiert. Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du gesehen, ob jemand das Lager verlassen hat? Abgesehen von dir, niemanden. Bist du sicher? Das ist wichtig. Sicher. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss Wache halten. Großartig. Nun, ich habe mich weiterentwickelt. Hä? Was sollte denn der Beisatz jetzt? Er war doch total unnötig. Die Wachen können wir doch auch mal fragen, oder? Das sind ja auch Wachposten. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ich höre. Hast du irgendwelche besonderen Kreaturen in den Reihen der Todwandler gesehen? Ich habe eine Kreatur gesehen, die ich noch nie sah. Eine Art fliegende Kreatur, sehr dünn. Das muss ein Peiniger sein, wie der in der Höhle. Das sind keine guten Nachrichten. Er könnte uns jederzeit entdecken. Wo war das? Immer sehr hoch oben, glücklicherweise weit entfernt vom Lager. Es sah aus, als würde es die Steppe überqueren. Ich höre. Hast du etwas Ungewöhnliches gesehen? Leute, die das Lager verlassen. Ich sah den Menschen, der mit dir unterwegs ist, der so komisch spricht. Und ich glaube, einen der Söldner aus deiner Truppe. Ein ziemlich großer Typ mit Bart. Büffel? Vielleicht. Er hat mir seinen Namen nicht genannt. Er ist nicht weit gegangen. Es schien, als würde er jemanden suchen. Gut. Dann frage ich ihn besser selbst. Ich höre. Randval, den habe ich ja losgeschickt. Das war ja klar. Der ist weggegangen. Natürlich, der ist auch weiter weg. Dann müsste es Büffel sein, nach der Aussage. Truppenbewegungen? Nun, wenn du die Kreatur nicht mitzählst, die dir folgt, dann gibt es nichts zu berichten. Och, komm schon. Das ist ein Verbündeter. Ich höre. Danke für die Information. Bis später. Aber eine ordentliche Wache mit einem ordentlichen Gedächtnis und... Sie sagt auch ordentlich, sie sagt, antwortet direkt auf Fragen, die man stellt. Einen besseren Kerl als Wache kann man sich nicht wünschen. Ich komme mal wieder hier an der Ecke vorbei. Okay. Ja, immer ein unfutter, toter Freund. Es wird wieder lustig. Hey, und toter... Ach du Schande. Jetzt hängt der da irgendwo wieder. Na, mein Freund. Oh, shit. Okay, er hat mich erwischt. Na, dann schalten wir doch mal den Bogenschützen aus. Dann werden wir den schon mal los. Schön, dass ich die Attacke abgewehrt habe. Die drei Pfeile habe ich jetzt gerade irgendwie geblockt.
Oh, mein Kollege ist tot. Das ist natürlich jetzt bedauerlich, aber... Okay... Den kann ich auf jeden Fall einfacher verletzen. Vor allem ist der jetzt auch vergiftet. So, wollen wir doch mal sehen, ob wir dem nicht ein bisschen was verpassen können. Nein! Okay. Ich hätte vielleicht einen Trank nehmen sollen. Aber ich mag Tränke ja nicht so. Wie rennt eigentlich mein leger Kollege? Das ist auch dem sein Sprinten? Ineffektiv, aber er kommt von der Stelle. Was man nicht von allen Untoten behaupten kann. Anschleichen ist da nicht viel, gell? Okay, kümmern wir uns wieder um den hier. Und dann um den hier. Moment. Komm schon, Schild zerbrech, verdammt. Nein. Hey Kollege, stehst du wieder auf oder machst du da erstmal Siesta? Siesta wäre jetzt nicht unbedingt angebracht. Oh, okay. Und ausgewichen, aber auch nur knapp. Doppelt ausgewichen. Und das haut immer noch hin. Okay. So, das wird jetzt einfacher. Sehr schön. Man muss einfach nur warten, bis er angreift, sich hinter ihn schmuggeln und dann den Rücken aufschlitzen. Das hätte mir einer mal vorher sagen sollen. Ach, ist ja egal. Puh, damit wäre das auf jeden Fall auch geklärt. Nun reden wir mit der Wache. Mal sehen, ob er jemand gesehen hat. Wenn ich du wäre, würde ich nicht in die Nähe des Stadttors gehen. Dort laufen viele Leichen herum. Wie nett. Ja, warte mal, da laufen viele Leichen rum? In der Nähe vom Stadttor? Das ist doch hier. Genau, mal runter. Wo laufen denn hier bitte viele Leichen rum? Abgesehen von... den da unten der Gruppe. Okay. Gehen wir einfach wieder zurück. Ich meine, die Gruppe da unten ist ja uninteressant, von daher, naja. War der Ausflug gerade irgendwie mehr oder weniger umsonst? Reden wir mal mit Büffel. Warum sollte der uns verraten? Ich meine, der ist... er ist ein guter Kämpfer. Er ist schon länger bei den Freien Klingen. Ja, Laden, okay. Das ist jetzt merkwürdig. Vielleicht sollte ich nochmal die andere Wache fragen, rein zur Sicherheit. Ja, schön getrennt die Lager.
Was zur Hölle ist das? Wachen! Wachen! Beruhige dich, Schmied. Ich bin auf eurer Seite. Auf unserer Seite? Mit dem Gesicht? Denkst du, ich bin dumm? Wachen! Du solltest dich schnellstens beruhigen. Wenn ich dir hätte wehtun wollen, würdest du schon längst brennen. Klar? Ja. Tut mir leid. Zeig mir deine Ware. Ich habe nicht viel. Ich benötige mehr Material. Ja, ist gut. Helm kann ich ja eh nicht tragen. Handschuhe. Ich weiß nicht, was hätte sie gemacht. Ich muss gleich nochmal mit meinem Schmied reden. Hallo. Ist hier jemand vorbeigekommen? Jemand ohne Ausweis oder ähnlichem? Außer dir nicht, nein. Gibt es ein Problem? Dein Hauptmann glaubt, dass sich jemand rausschleicht, um mit dem Feind zu sprechen. Ich... Das ist furchtbar. Wer könnte so etwas tun? Aber ich versichere dir, dass niemand hier war. Du solltest das andere Tor prüfen, das beim Söldnerlager. Und vielleicht haben die Wächter im Nordturm etwas gesehen. Ist hier jemand vorbeigekommen? Außer dir nicht. Dein Haupt... Ich gehe. Okay. Aber der... Die Wache am anderen Tor hat ja auch gesagt, es wäre niemand... Oh, was ist denn jetzt los? Es wäre niemand vorbeigekommen. Dem kann ich nicht reden. Obwohl der ja auch eine Wache ist zwischen dem Söldnerlager und dem Menschen- und Elfenlager. Hallo, Vulkan! Zeig, was du diesmal an... Hat er vielleicht was Neues? Nur hier. Die hier ist wunderschön. Dünn, tödlich. Heißt ja auch Qual. Oh, und sowas wollte ich mal haben. Oder will ich immer noch haben. Mal sehen, wie es wird. Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du gesehen, ob jemand das Lager ver... Abgesehen von... Bist du sicher? Sicher. Wenn du mich jetzt entsch... Großartig! Einer muss ihn ja gesehen haben. Red ich mal mit Randwahl. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Ich muss dir ein paar Fragen. Du sprachst von dem Orden Ritter der Glut. Was ist das genau? Es ist der Orden, zu dem der Ritter gehört. Es sind die verbliebenen Krieger und ehrenvollen Soldaten anderer Orden, die den Krieg nicht überstanden haben. Okay, also seid ihr ein Orden von weisen Rittern? Eine solche Vereinfachung klingt nicht gut in seinen Ohren. Richtig, richtig. Also warst du nicht immer ein Ritter der Glut? Nein. Zuerst war er ein Verteidiger der Algandar-Insel, dann ein Templer des Ordens von Bojuns, dann ein Bruder des Steins und dann ein Sommersucher. Also sind all diese Orden verloren? Das muss hart gewesen sein. Er hat viele ehrenhafte Brüder im Kampf verloren. Und sein Herz ist voller Narben. Das glaube ich. Also was ist das Bekenntnis der Ritter der Glut? Der König hat lange nach einer Antwort gesucht. Nun hat er eine. Einen ehrenhaften Tod zu sterben und so viele Feinde wie möglich mitzunehmen. Das ist irgendwie deprimierend. Ja gut, aber ein Kämpfer, der möglichst viele Gegner töten will, um dann im Kampf zu sterben, ist gut. Dagegen ist nichts zu sagen. Ihm dabei helfen wäre natürlich jetzt blöd, aber für mich wäre es von Vorteil, wenn er mitkommt. Wenn du mit mir kommst, werden wir schon einen Moment finden, in dem du deinen schönen Tod sterben kannst. Aber versuche dich nicht bei der...